Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty Armored Princess. Ich habe mir absolut keine Millimeter bewegt, vor lauter bin ich gerade motiviert zum Weiterspielen. Scheiß auf die ganzen Noob-Krämpfe, wir gehen zur Insel Dersu und bekämpfen da den Ork. Ich hoffe, es geht sicher aus und wir kommen nochmal weiter. Boah, was habe ich gerade für einen Motivationsschub, besonders, oh Gott. Oh Gott, was ist denn das? Na, das mag ich eigentlich nicht. Obwohl, der Kampf ist eigentlich ziemlich einfach, oder? Machen wir denn? Ist das nicht ein unbesiegbarer Kampf gewesen? Wir könnten den machen. Einmal Level Up, dann kann ich noch einmal Einheiten nachkaufen. Und dann haben wir es eigentlich. Da bin ich jetzt zwar ziemlich überrascht worden. Übrigens, eine Strategie, was ich euch jetzt zeige, was ein bisschen gewastet ist in dem Kampf. Aber was auch geht, was ziemlich geil ist mit den Drachen vor allem, ist mit Ruf der Natur. Das kann man nur da beschwören, in der Nähe von bereits von Einheiten, die was mir gehören. Mit Drachen kann man dann eben sehr weit vorfliegen. Also jetzt, ich zeige es mit den Kavalleristen, ich reite jetzt da vor. Und dadurch kann man die dann ziemlich offensiv beschwören. Jetzt eben zum Beispiel da. Ist jetzt da jetzt an sich gewastet. Also wir werden jetzt da wieder ein paar unnötige Verluste dadurch hinnehmen, weil ich das Scheiße gebaut habe. Oder halt, das ist eigentlich ein unnötiger vergeudeter Zug ist. Segen und so weiter wäre viel, 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 viel besser. Aber ich wollte es euch ja mal zeigen. Das ist nämlich auch eine Strategie, die man benutzen kann. Geht aber vermutlich mit einem Magier besser jetzt als wie mit einem Paladin, weil der einfach zu wenig... Ja, es ein Intellekt hat, damit er irgendwie geil Sachen wiederbelebt. So, überleg gerade, schaffen wir das eigentlich? Es schaut nach sehr, sehr vielen Einheiten aus, muss ich gerade sagen. Also die Bären, glaube ich, sind nicht das Problem, die Inquisitoren auch nicht. Am ehesten die Fische. Da wären natürlich die Feuerdrachen sehr geil gewesen. Weil die geil verbrennen, aber ich glaube, es gibt mit den Bogenschützen an sich eh... So, dann gebe ich den Inquisitoren eine zweite Runde. Und baue ein bisschen Wut auf, indem ich jetzt da meine Kavalleristen segne, damit die geil Schaden raus in der nächsten Runde. Ja, plus 9 Wut, das ist schön. Das ist schön. Und der haben plus 1 Tempo kriegt, das ist unsere neue Heldenfähigkeit, was wir haben. Hilflosigkeit, ja, haben wir das denen drauf. So, wie viele Felder können die gehen? Jetzt schau mal. Tempo 5, das heißt theoretisch 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 geht sich nicht aus. Okay, also wenn die KI gut ist, dann geht jetzt da einen Schritt nach hinten und reitet dann nach vor. Jetzt schauen wir uns an, wie gut sie wirklich ist. Ja, passt, sie ist gut. Sie ist anscheinend sehr, sehr gut. So, 246 haben wir da eliminiert. Ah, und der tut groß, das anscheinend nur beschwören. Okay, beschwören ist jetzt an sich nicht so wild. Und, wow, wir haben eh bald Mana für, oder Wut für feurige Phantome. Scheiß mir an, ist das krass. Okay, geiler Scheiß. Dann unsere Ritter da noch maximale Schadensanzahl geben. Dann diese Bären da slowen, damit die an meine Ritter noch nicht rankommen in der Runde. Es ist alles wieder genial. So, die Paladine gehen davor. Die werden dann wiederbeleben in der nächsten Runde. Und wir haben genug Wut für die feurigen Phantome. Okay, wie zielen wir sie? Ich würde sagen so, oder? Ja. Wo sind die Fische eigentlich auf der rechten Seite? Ah, die sind da zurückgegangen, sehe ich gerade. Okay, da hinten stehen die. Okay, okay, okay. Da ist jetzt auch noch die Frage von der KI. Also 5 Felder kann immer gehen. Das heißt 1, 2 zurück und dann 2 vor. Macht's das auch noch? Ja, das macht's. Es ist geil. Das heißt, man braucht da nicht denken. Es tut automatisch das perfekt einsetzen, so effizient wie es nur irgendwie geht. Na, Pygmäe, das ist nicht nett. Oder Schaf. Schafen ist eigentlich. Ist es eigentlich, ist nicht nett. Irgendeinen Zauber benutzen. Haben wir noch irgendwas Geiles? Nee. Aber da kann ich mir den Rundumschlag so nutzen, dass uns die Bären da nicht kontern. Und da trotzdem 35 davon verrecken. Was sind wir nur für ein mächtiger Trupp? Wir sind die Zerstörungskraft des Planeten. Es ist einfach krass. Ah, das war jetzt nicht gescheit mit den Bogenschützen davor gehen. Oh Gott, das war jetzt ganz und gar nicht gescheit. Jetzt werden sicherlich die Bären vorrennen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da bin ich mir sowas von sicher. Wie die jetzt die Bogenschützen... Na, machen sie doch mal, okay. Hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die auf die Bogenschützen gehen, ganz ehrlich. Ja, da wartet jetzt auch noch auf den Lavafluss. Nach der Runde ist es, glaube ich, eh schon gegessen. Was für ein einfacher Kampf. War das... Also, ich glaube wirklich, war das Schiff... Schaut bitte, oder wer aufpasst hat beim Let's Play. Ich glaube, vor 2 Videos haben wir das Schiff auch einmal gesehen. Ist es nicht als unbesiegbar eingestuft worden? Also das ist ja bei weitem nicht unbesiegbar. Das ist ja eigentlich eher... Das ist eher Kindergeburtstag, muss ich sagen. So, Lavafluss. Komm schon, lass mich einsetzen.
Ich überlege gerade, ob mit den ganzen Einheiten zu den Paladinen raufkommen, damit ich irgendwie die maximale Wiederbelebung nutzen kann. Aber ich glaube, das wird sich nicht ausgehen. Jetzt sogar schon wieder die feurigen Phantome benutzen können. Krass. Wäre, glaube ich, jetzt sogar besser gewesen. Aber egal, so. Ihr benutzt dann die Wiederbelebung, ihr benutzt die Heilung. Sehr gut. Dann könnte man da Kavalleristen wiederbeleben, da Bogenschützen, da Ritter. Ich würde sagen, wiederbeleben wir die Kavalleristen. Das sind ja an sich die teuersten Einheiten, jetzt geil, was wir da haben. Von daher sollte man die ein bisschen wertschätzen. Aber der gegnerische Held hat überhaupt schon keine Mana mehr, sehe ich gerade. Ja, ja. Ja, ja, das war's. Hat zwar noch ein paar Inquisitoren, aber die werden nicht mehr die Welt ausmachen. Wunderbar. Wir müssen zwar jetzt dann dadurch noch einmal zurückgehen zur Insel Verona. Noch einmal Truppen nachkaufen. Ich will immer mit maximalen Truppen kämpfen. Denn wenn es knapp hergeht, dann könnte das eventuell das Entscheidende gewesen sein, was nur gefehlt hat. So, euch würde ich gerne nach unten prügeln, aber ich schaff's nicht. Gibt es da irgendwo eine Schatzkiste da hinten? Okay, manchmal ist bei den Schatzkisten nämlich oh, schöner kritischer Treffer. Manchmal sind da auch Machtrunen und Zauber drinnen. Das ist mir auch schon aufgefallen offscreen. Kann also manchmal sehr nützlich sein. Kugelblitz, genau, das habe ich übrigens auch abgegradet. Das eliminiert mittlerweile 20 bis 48% von den Gesamtlebenspunkten einer gegnerischen Truppe. Ist ziemlich krass. Also wenn es 48% macht, quasi die Hälfte von einer Truppe eliminiert es da auch. Ich sollte das vielleicht da mal ein paar Mal einsetzen. Vor allem bei größeren Kämpfen. Ich glaube, da lohnt sich das ziemlich. Werden wir gegen Hogan, würde ich sagen, einsetzen. Und tschüss, Inquisitoren, bitte, danke. Überleg gerade, jetzt prügel ich euch da nach unten. Na, das geht weiter nicht. Ja, egal. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt vielleicht nur die Mana-Bälle benutze und Auferstehung dann benutze. Aber na, was soll's. Wir können wirklich, also, ich kann einfach die Einheiten, was ich da jetzt momentan habe, zumindest momentan, kann ich wirklich einfach unendlich nahezu von denen nachkaufen. Von daher ist es mir egal, wenn ich da ein bisschen was verliere. Ja, aber das Achievement damit, verlustfrei kämpfen auf Maximum, das heißt, ich brauche auf nichts mehr achten. Jawohl, und Level up und wunderbar. Gar nicht so lange gedauert. Was machen wir da? Verringert die Beschwörung. Jawohl, das geht wieder Wut auf 16 zurück. Ziemlich geil. Und noch mehr Führerschaft, das heißt noch mehr Truppen. Mit deiner Auferstehungsfähigkeit hast du 60% deiner gefallenen Krieger wiederbelebt. 26 Bogenschützen. Nett. Okay, Ritter habe ich irgendwie nicht wiederbelebt. Das ist ein bisschen schade. Aber an sich ansonsten sehr gut. So. Ja, da brauchen wir nur zwei Wutrune. Wutrune sage ich, Machtrune. Dann können wir das upgraden. Es schaut alles. Es schaut alles momentan sowas von gut aus. Wir gehen noch einmal zurück nach Verona. Zum Ritterzelt und zum Tempel der Liebe. Oh, bin ich gerade fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. So ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Ich war schon öfters traurig, ganz traurig, ganz traurig. Mann, den habe ich noch als Videokassetten gehabt, den Alfred Jodokus Quack. Da waren so zwei Episoden von ihm oben mit der diebischen Elster, genau. Das war, glaube ich, so die Lehre halt für Kinder draus, man soll halt nicht stehlen. Oder wenn man halt quasi was stiehlt, dann soll man es halt eben sagen. Man wird da nicht verurteilt, sondern man kann einem helfen, wenn man halt gestohlen hat und so. Das war, glaube ich, irgendwie die Lehre von der diebischen Elster-Folge. Und dann war noch irgendeine Folge, wo sie, glaube ich, so über die Straße gehen und das so extrem gefährlich war. Und ich glaube, die haben es dann links und rechts geschaut und ich glaube, eins und Entlein ist dann ein bisschen angefahren worden, wenn ich mich ganz täusche. Und hat dann aber auf jeden Fall überlebt. Also ist ja so eine nette Kinderserie, da passiert ja an sich nichts. Und ja, da war die Moral der Geschichte, keine Ahnung, dass man nicht alleine über die Straße gehen soll und vor allem über die Straße gehen, links und rechts schauen. Ach, das war schon nur cool. VHS-Kassetten, kennt ihr das noch? Wobei, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ziemlich erwachsenere Zuseher, also auch so 23 plus, würde jetzt den Großteil einmal von meinen Zusehern und Abonnenten da einschätzen. Von daher müsstet ihr eigentlich eh nur Videokassetten kennen, oder? Dürften eure Generation auch gewesen sein. Ich habe sowieso mitgekriegt, mein Papa ist ja eben so ein Technik-Fan, der hat eben ja mal so eine Technikfirma mit audiovisuellen Ausstattungen und so. Ich habe irgendwann mal erzählt, dass ich da gearbeitet habe früher, bevor ich mittlerweile eben als Application Consultant unterwegs bin in einer anderen Firma. Und ja, von daher mit dieser ganzen Technik bin ich aufgewachsen und ich kenne das halt alles.
Okay, ich würde sagen, Hogan. Was hast du genau nochmal drauf gehabt? Ne, an sich nicht viel, oder? Ja, okay, der hat schon verdammt viele Schamanen gehabt. Also jetzt unterschätzen brauche ich ihn auch nicht. Hauen sich jetzt extrem krass ist auch nicht. Segen in der ersten Runde. Lohnt sich das schon? Ja, ich glaube, das lohnt sich schon. Das lohnt sich, weil wir all in gehen. All in! Auf geht's! Oh Gott, Massenhast. Krass. 1000 kritisch Schaden. Das ist mal nicht gerade ohne. Jetzt sind schon fast meine ganzen Kavalleristen weg. Ja, jetzt übertreiben brauche ich ja nicht. Es sind schon noch viele da und ich kann theoretisch Auferstehungen benutzen, wenn ich einen Mana dann kriege. Und die Gegner benutzen nur die Äxte, das ist eh sehr fein, weil der ganze andere Kack ist nervig mit dem, mit den Totems. Da muss man sich immer um die Totems kümmern, was sehr nervig ist. So, der ist jetzt gesegnet, das heißt Wut aufbauen brauche ich an sich nicht. Die kann wiederbeleben. Würde ich mal sagen, das schadet nicht. Trolle hat er, boah, der hat gar nicht so wenig Trolle in dem Kampf, seht ihr gerade. Okay, aber an sich glaube ich, passt ganz gut. Dann zünden wir jetzt da die Hyänen an. Dann kriegt ihr nochmal eine zweite Runde. Ihr habt das Tempo, kriegt wie gerade sehen, man hätte mit den Rittern anders gehen sollen, hätten die jetzt die Schatztruhe aufheben können. Egal, ihr geht's nach oben und blockt da die Trolle und den ganzen Mist. Und ihr kümmert euch da an um ein Batzen Hyänen, dann sind die eh schon quasi Geschichte. Überlegt gerade, wie lange ich Wut sparen soll für uns. Aladdin haben noch einmal Tempo kriegt, ist auch sehr fein. Ja, da ist der Batzen Hyänen ist quasi weg. Wunderbar. Na, und Pygmäe. Das heißt, da werde ich Dispel einsetzen. Ja, wenn ich drankomme, werde ich Dispel einsetzen. Oh Gott, der hat massig hinten beschwört. Oder entfernen heißt sie auf Deutsch. Ich habe da teilweise nur die englischen Begriffe drin, weil ich es ja doch auf Englisch gespielt habe. Tötet ihr da alle drei Totems? Was war denn das? Geile Runde, muss ich sagen. Alle drei Totems eliminiert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, die Trolle, glaube ich, angreifen bringt nichts. Ich weiß nicht, welche Tageszeit ist. Bei irgendeiner Tageszeit, da regenerieren sie ja so extrem behindert. Gehen wir weiterhin auf die Hyänen. Oh Gott, und die sind jetzt schon bei mir. Aber wir haben bald genug Wut für feurige Phantome. Das möchte ich da hinten eigentlich reinlassen, in die Schamanen und in die Hyänen. Das wäre eigentlich so meine Strategie momentan. Und ja, geht's ihr ebenfalls nur auf die Hyänen. Aber zuerst feurige Phantome. Okay, da hinten. So rein, ja genau. Wumms, wunderbar. Da sind einige Schamanen draufgegangen. Geile Runde. Schaut gut aus. Ich glaube, wir werden auch Hogan da ziemlich ohne Probleme eliminieren. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da ein paar eliminiere, bevor die drankommen und regenerieren. So, dann ist die nächste Frage. Dann eliminierst du das für plus 4 Wut, weil die Hyänen, die neuen sind, auf die kann ich jetzt scheißen. Dann benutzen wir noch einmal entfernen und ich schaue, dass ich mir ein bisschen um die Paladine stelle jetzt mit den Rittern und Inquisitoren. Also ich muss schauen, dass ich die 8 Trolle da wegkriege. Da benutzt man die Hilflosigkeit, benutzt jetzt doch nicht die, was habe ich gesagt, die ist Dispel, also das Entfernen benutzt jetzt doch nicht. Dann schauen wir jetzt mal, jawohl, da sind 2 draufgegangen. Schauen wir mal, dass wir die Trolle da so gut wie möglich eliminieren und dann die Paladine an deren Position bringen. Die Ritter, wo sie jetzt sind, Inquisitoren, wo sie jetzt sind, Bogenschützen, einen Schritt zurück. Und dann würde ich sagen, die Heilung der Paladine benutzen, also das Gebet, glaube ich, heißt es ja. Dann müsste es eigentlich ganz gut ausschauen. Drachenflug benutzen. Na, greift sie einfach im Nahkampf an. Können die nur kontern in der Runde? Na, können sie eh nicht. Ihr geht's daher. Ihr macht aber nur 89 Schaden. Das ist, ja gut, macht es trotzdem. Sie regenerieren irgendwie eh nicht da, die Trolle. Ich verstehe das nicht, wann die regenerieren. Also steht ja bei der Tageszeit dabei, oder? Ich weiß nicht, anscheinend habe ich bei Zufall jetzt die richtige Tageszeit ausgewählt, dass sie jetzt nicht sonderlich lästig sind. Dass sie nicht regenerieren. Ansonsten ist es echt krass, weil die haben ja ziemlich viel Leben. Wenn ich es euch zeigen kann. Wenn mir das Spiel es euch zeigen lässt. Eben 780 Leben und die regenerieren das auf Maximum. Das ist wirklich heftig. Da muss man dann eben viel investieren, dass man die down kriegt. So, aber ich würde sagen, na, schade, ich habe jetzt gehofft, dass der einen kritischen Treffer macht und die dann sterben.
Ja, das ist jetzt schade. Jetzt kann ich die Paladine in der Runde noch immer nicht darüber bewegen. Das ist jetzt schade. Das ist jetzt sehr ungünstig. Wobei, Moment. Die könnten eine Axt benutzen. Tötet das denn? Ja, passt. Mit Stufe 2. Tötet es nimmer. Okay, ich muss es auf Stufe 3 benutzen. Mache dadurch, damit ihr mit den Paladinen da jetzt rübergehen kann und Gebet benutzen kann. Das ist es mal jetzt einfach wert. Ja, das ist. Jetzt wird er zum Steinhaufen. Ich glaub's ja nicht. Was ist denn das für ein Mull? Und sie eliminieren den Steinhaufen nicht. Ja, meine Strategie ist für den Arsch. Ja, kriegt's eh noch einmal eine zweite Runde. Und dann kann ich mit euch jetzt aber die Schatztruhe aufheben. Ist auch schon egal. Und ihr eliminiert mal da die Schamanen. Schaut gut aus, würde ich sagen. Was benutzt Hogan eigentlich von der Magie her? Ich krieg irgendwie wenig mit. Der hat ganz am Anfang einmal die mordsmäßige Hass da benutzt. Und ansonsten benutzt er momentan anscheinend immer Pygmäe, so wie es ausschaut. Okay, dann machen wir es so. Wunderbar, und jetzt kann er, ja, passt. Also er benutzt anscheinend immer Pygmäe, also kann Schadenszauber und so. Ist an sich dann eh fein, muss ich sagen. So, jetzt wird es aber Zeit, da wirklich für ein bisschen Gebet. Das sind schon wieder so wenig Truppen da jetzt nachher, dass die schon so gut wie gar keinen Schaden mehr machen. Wobei die 33 Paladine jetzt da vermutlich auch nicht die Welt wiederbeleben werden. Und! Ja, geht. 36 von denen, 13 von denen, 6 Ritter und 3 Paladine selber nochmal. Ist nicht ganz ohne, da würde ich sagen, hol ich mal selber noch ein bisschen Mana. Komme ich vielleicht sogar noch zur Auferstehung, das wäre dann auch nicht schlecht. Jetzt habe ich das Mana. Ah, wohl. Wollte gerade sagen, hat jetzt das Mana-Ding nicht ausgelöst? Das wäre jetzt dämlich gewesen. Hilflosigkeit? Nein, ich spare jetzt auf 30 Mana für Auferstehung. 3. Dann schauen wir mal, was wir da noch wiederbeleben können. Schade, dass die da alle da gehext sind. Oder pygmetisiert, wie es in dem Spiel heißt. Es ist sehr schade. Dadurch machen die halt wirklich sehr, sehr wenig Schaden und sind nahezu nutzlos. Aber wir gewinnen gegen Hogan! Den Ork. Dann nehmen wir mal sein Ohr, ja? Nicht er unser Ohr. Wir nehmen sein Ohr als Trophäe da. Der kleine Noob. Na, verklickt. No, sie wollte das Mana haben. Ich habe mich verklickt. Verdammt. Geh, verdammt, hoch 3. So ein Blödsinn. Dann benutzt man in der Runde Wutberuhigung nachher ganz am Ende, wenn ich mit den letzten Einheiten am Zug bin. Das sind die Ritter. Wenn die Ritter am Zug sind, dann benutze ich Wutreinigung. Dann wandeln wir da auch ein bisschen Mana um. Okay, wer kriegt eine zweite Runde? Die Kavalleristen, okay. Dann ihr metzelt da jetzt einfach rein. Passt, schaut eigentlich alles ganz gut aus. Da würde ich sagen, benutzen wir jetzt die Wutberuhigung. Dadurch haben wir jetzt Maximum Mana. Okay, dann kann ich vielleicht sogar zweimal Auferstehung 3 benutzen. Ist eher nicht schlecht, muss ich sagen. Also jetzt in der nächsten Runde gleich zu Beginn. Ja, jetzt hebe ich die Mana-Kugel nicht auf. Das wäre jetzt nämlich ziemlich dumm. Da wäre sie vergeudet. Dann benutzen wir jetzt Auferstehung 3. Und zwar, was wiederbeleben wir denn? Ich würde sagen, Paladine. Na, da die Kavalleristen. Dann greifen die jetzt so an und holen da hoffentlich das Mana. Wunderbar. Das heißt, wir können in der nächsten Runde noch einmal Auferstehung 3 benutzen. Ja, ja, da kriegen wir einiges an Einheiten dann wieder zurück. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt muss ich gerade aufpassen. Jetzt darf ich den dann natürlich nicht eliminieren. Rauchri benutzt dann noch einmal den Mana-Beschleuniger. Wobei es das eh jetzt, glaube ich, nicht mehr bringt. Aber wir können auf jeden Fall nächste Runde noch einmal wiederbeleben. Das ist wunderbar. Noch einmal Kavalleristen. Oder Paladine. Was nehmen wir her? Nehmen wir mal Paladine her, würde ich sagen. Okay. Und tschüss, Hogan! Wunderbar, wie viel Erfahrung diese Kämpfe bringen. Es ist unfassbar. Gar nicht so viel verloren, muss ich sagen. Also wirklich zu verschmerzen. Hogan nicht mehr stärkster Ork, aber immer noch Krieger mit Ehre. Ihr gewinnt und jetzt nehmt ihr Ohr von Hogan. Es gehört euch.
Mit diesen Worten reißt sich der gedrungene Ork ein Ohr ab und drückt es dir an. What the fuck? Idiot. Geht jetzt. Hogan muss sich Kopf mit Glückswasser waschen. Vielleicht wächst Ohr wieder nach. Hogan muss essen, schlafen und mehr kämpfen. Wieder stärkster Ork werden. Ich wünsche euch viel Glück, Hogan. Ihr wisst, wie man Wort hält und seid ein würdiger Gegner. Okay, das sagt sie gar nichts, dass sich das Ohr abreißt. Du hältst das Ohr von Hogan als Zeichen des Sieges über den mächtigen Ork. Und wir wiederbeleben 73 Bogenschützen. Ist es abartig? Man belebt ja wirklich unendlich, muss man schon fast sagen. Und was bringt uns das? Ein Ohr, das dem mächtigsten Krieger des Stammes, der so abgeschnitten wurde. Minus 10% Führerschaftsanforderung für Orks, Ork-Veteranen und Schamanen. Ja, braucht man alles nicht, da ich würde sagen, den Gegenstand zerlegen wir, aber ja, ich glaube, das wäre nie upgraden, dass man irgendwie mehr rauskriegen. Scheiß drauf, wir zerstören es. Bist du dir sicher? Ja, 4 Magiekristalle, okay, gar nicht so schlecht. Und dann können wir jetzt da rüber gehen, wunderbar. Und kriegen dadurch jetzt diese Navigationskarte für Insel Utala. Es geht weiter. Awesome. Fortschritt. Jawohl. Jawohl, jawohl. Es gibt jetzt momentan so viel zu tun und ich weiß, was wir alles tun können. Wir können alles tun. Wir sind geil. Es ist wunderbar. Ich heb nur ab. Und flieg da schön über diesen Frosch hinweg. Und dadurch verabschiede ich mich für diesen Part. Wir sind wieder gut vorankommen. Nächstes Mal geht's zur Insel Utsala. Ich mache jetzt offscreen noch ein paar Krämpfe. Wir werden vermutlich im nächsten Part dann schon Level 27 oder 28 sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Kings Bounty Armored Princess. Macht es gut und ciao, ciao.